Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ork Surviving Evolve mit dem Dennis, dem Devil. Hallo. Und dem Dennis, dem Timberwolf. Hallo. So, und wir sind hier bei den Skorpionen. Wie ich letzte Folge schon angemerkt habe, ist das hier nicht so ganz übersichtlich. Ich werde jetzt nochmal kurz gucken, wie das wieder Zähmstatus ist und dann gucken wir vielleicht. Jetzt habe ich euch gerade wieder was frisst, glaube ich. Der ist gleich fertig. Sehr gut. Das Fleischfresser mit Spoilt Meat, der ist gleich fertig. Ich gucke mir trotzdem noch ganz kurz an. Der soll mir nicht folgen. Wie das denn hier aussieht. Ob hier vielleicht noch irgendwas ist. Nicht, dass hier doch gleich irgendwas um die Ecke kommt. Auf den letzten Metern. Da sind die ganzen. Ach, da sind die Brontos alle. Ja, Brontos sind hier sehr viel allgemein. Dennis hat die Brontos gefunden. Ja. Da hinten der T-Rex, der meldet sich nicht zu Wort. Kann ja mal rauszoomen und gucken um die Ecke da. Na, da hinten. Sieht man da was? Nee. Sieht relativ sicher aus, wobei T-Rex sind echt schnell. Mit der Größe ist das schon krass. Also, mal werden sehen. Wir werden vor allen Dingen sehen, wie lange der hier noch folgen kann. Der Level 8 oder was? Der das? Ja, der Level 96er heißt jetzt 3mm Kampfstachel. Wow. Ich hätte ihn ja 96mm Kampfstachel genannt, aber okay. Ja, aber das ändert sich ja sonst immer, wenn du das echt Level nimmst. So, jetzt habe ich den Skorpion. Ich hätte ja das Team Level genommen, weil es wird ja jetzt nicht mehr Level 65 sein, 96 sein. Egal, jetzt müssen wir erstmal nach Hause. Ich habe, der andere ist mir jetzt erstmal egal, weil 96 kommen. Jetzt ist er 141, Mann. 143. Ja, ein bisschen wenig, ne? In welche Richtung fliege ich gerade? Das ist genau die falsche Richtung. Alter, ich kann keine 200 Pelt tragen oder was? Oh, mal sehen, Leute. Nein. Sieht doch lustig aus hier so. Ist da unten gerade Dings gewesen, zufällig? Eigentlich müsste ich mal. Ich glaube, offscreen räume ich hier gleich mal ein bisschen auf. Das ist ja echt schlimm. Also, das müsste dann jetzt auch letztendlich die wirklich endgültige letzte Folge, wenn alles klappt, sein vor dem Battle. Mal gucken. Ja. Ja. Wir werden 132, sehen. 400. Die Map haben wir schon festgelegt und wie es mit den Basen läuft, wissen wir auch noch nicht genau, aber wir werden auf jeden Fall ein Battle. Genau, wir erzählen euch das dann Montag. Genau, ihr werdet sehen. Also in 3 Tagen. Ja, und da sind sowieso nicht so viele Folgen, Leute, diese normalen Ark Let's Play Folgen gesehen. Ja, guck mal, ist genauso ein See wie eurer. Ja, wie davon gibt es ganz viele. Ja, müsste ich jetzt theoretisch einfach hier nur entlang fliegen, oder? Warte mal, wo bin ich jetzt? Nee, ich bin noch nicht mal so weit. Oh, ich muss noch nördlich. Dahin muss ich hin. Megalozoros? Megalozoros war der Hai, ne? Megalodon war der Hai. Megalozoros? Ja, stimmt, das klingt auch nicht wie ein Hai. Megalozoros? Muss gefährlich klingen. Ja, ne? Zähne fletschend. Ne, Megalozoros klingt auch nach so einem, weiß ich nicht, so ein Pferd oder sowas, aber das heißt ja anders. Ne, das heißt der Paracetamol. Ja. Boah, da ne. Sorry. Oh, wir haben einen neuen Organic Polymer. Läuft der richtig bei uns? Der junge Mann hängt noch im anderen Zeitalter fest. Oh, Dennis! Ich weiß nicht, welche Nummer das ist, aber es sieht so aus, als wäre es die Freundin von meiner Schwester. Würde ich so tippen. Oha. Ja, geht auch heran. Gut, sonst muss ich nicht rangehen. Er hat mal schon meinen Klingelton gehört, den habe ich vor Jährigkeiten, als ich das Loot mochte, mal eingestellt. LOL! Warte mal, warte, ich muss sowieso mal kurz Pause machen. Dann werde ich jetzt kurz mal meinen Skorpion da oben abstellen. Alles klar bei dir? Mhm. Ich habe nur gerade einen riesigen Hülleneingang gesehen. Und der ist gar nicht mal so weit weg von euch. Nice, warte mal. Oh, was? Ernsthaft? Ich bin schwer in die falsche Richtung geflogen. Egal, ich gucke mir das trotzdem kurz an. Kannst du ungefähr auf die Karte gucken und mir Koordinaten sagen? Dann fliege ich mal vorbei. Oh, fuck. Hier sind ganz viele Sachen drin. Das Artefakt, es ist nicht so weit. Also, ich bin bei X657 und. War das 57? Mhm. Da ist auch so ein See drüber. Und Y circa 80. Ja, nicht so weit von uns entfernt. Ja, schon klar. Ja, ich bin halt in die andere Richtung geflogen.
Wie gesagt. Also Leute, ich hoffe in der Aufnahme, wenn ich dran denke, seht ihr da dann so ein Kreuzchen, wo er ist. Wenn ich dran denke. Ja, wenn du dir dann Folgen ganz komplett bestimmt mal anguckst, dann drängst du da bestimmt dran. Ja, du machst das ich ja muss ehrlich es gesagt mittlerweile nicht mehr. Ja, ich weiß nicht. Ja, mal gucken. Ich flieg da. Ich stehe gerade irgendwie auf dem Schl. Ach ja, rechtsig. Mann, ich wusste doch noch. Jetzt habe ich schon wieder so viel Stamina verloren, nur vom Rumflattern hier. Also, ich könnte glaube ich dreimal über die ganze Karte fliegen und verliere Stamina. Das so, das muss aber auch immer auf mehr auf die Karte gucken, weil offensichtlich kriege ich es doch nicht so gut orientiert. Ja, ach, denn stell nicht so an. So, Leute, Richtung. Was ist das denn da? Alter, wie geil ist das denn? Wusstest du schon, dass es eine Vulkaninsel gibt, die in der Form von einem Totenkopf ist? Brennenden Augen. Dennis, wenn du meine Folgen gucken würdest, ne? Dann wüsstest du das. Da war ich sogar schon. Aber du fliegst schon gut? Wieder in die falsche Richtung. Ja, ich flieg daran vorbei. Was? Der ist am äußersten Ende der Karte. Ja. Ich fliege gerade zumindest laut Karte in die richtige Richtung. Ja, also ich fliege jetzt gerade auf das Ding zu und das ist die falsche Richtung. Jetzt fliege ich in die richtige Richtung. Du hast da den Totenkopf hast du hinter dir. Ja, jetzt habe ich ihn genau hinter mir. Sehr gut. So, dann gucken wir noch mal. Ah, ich muss ein bisschen weiter nach rechts. Ich weiß, das ist ein bisschen doof, weil ich die Stamina-Anzeige nicht sehe, aber für kurze Zeit geht's immer. Warte, dann machen wir einfach mal Gamma wieder auf ganz normal. Das sieht aber cool aus. Schön kontrastreich und alles. Und dann wird das natürlich bei mir noch in der Nachbearbeitung mal so hoch gepatcht, wie es irgendwie. Ja, ja. Deswegen sehe ich meine Folgen immer so krass. Ich stelle die Sättigung und alles immer ziemlich hoch. Ich finde, das sieht einfach viel geiler aus bei so Folgen bei so einem Spiel wie Ark. Ich glaube, ich weiß jetzt, welchen Höhleneingang du meinst. Ja, guck mal, wenn du von hier geflogen. Ja, okay. Dann weiß ich, welchen du meinst. Dann gucke ich mir den eben auch mal an. Okay, jetzt sieht man Stamina, gleich, kommt meine Insel gleich in Sicht. Dennis, und Stamina habe ich so ungefähr gar nichts verloren, falls es dich interessiert. Ja, wie viel Stamina hast denn du? Also ich habe ganz wenig, aber das Vieh hat 3000. Ja gut, ich habe 1300. Oh, hier sind Gallimimus und hier sind... What? Gallim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 
Geil, man kann Skorpione mit Bolas jetzt halt festhalten. So, ich frage, halt, gehen die Bolas von selbst wieder weg nach einer Zeit oder halten die? Ich glaube schon. Ja, weil dann wird das bei so einem 96er Skorpion wahrscheinlich relativ schnell gehen, ne? Naja, aber Bola ist Bola, ne? Ja, mein Skorpion, der ist so normale Farben und dann hat er so lila-schwarze Scheren. Gestreift, ja, Muster. Und Beine mit schwarzen, mit roten blutigen Stellen. Richtig geil. Hä? Ja, was bringt's mir eigentlich, wenn ich da jetzt einen Sattel für mache? Lohnt sich das? Was jetzt? Für den Skorpion. Ach, das war die Dingens. Du kannst darauf sitzen. Also wenn du allein mit dem Skorpion unterwegs bist, oder wenn der Skorpion runterfällt, oder wenn dein Adler stirbt, dann wäre das schon schlau, wenn er einen Sattel hat. Ich gebe dir trotzdem erstmal noch ein bisschen normales Fleisch. Die müssten alle noch genug haben, die Dinos. So, was habe ich denn jetzt gerade überhaupt gekriegt? Ich habe Lust, jetzt nachzugucken. K? Ah ne, ja, nicht K. Das K-Element. Oh, das darf nicht. Wow. Guck, Prime Meteor. Ey, darf ich dir erzählen, was ich gekriegt habe? Was? Ein Blueprint von Journeyman Kanu-Settel. Krass bist du. Ich hab nicht mal ein Kanu. Tja. Und einfach nur ein Blueprint, das ist natürlich... Ja, aber ne, normalerweise ist Blueprint besser, aber wenn, dann hätte ich jetzt gerne so ein Ascant oder wie das heißt. Weißt du, also die Besten der Besten halt. Ja, genau die. Jo, was passiert, wenn ich mit meinem Skorpion noch aggressiv stelle? Da fehlt wahrscheinlich direkt der Dodo da. Ja, klar. Los! Jetzt geht er auf die ganzen, Ach, verdammt! Was? Sind die ganzen VW Sprinter alle auch draufgegangen. Ah. Ist so blöd, muss man erstmal sagen. Ah, oh, nee, hier ist mir zu viel los, glaube ich. Ich habe keinen Bock, jetzt wieder zurück einzuparken, den VW Sprinter und so. Das ist so geil. Ja gut, der Peterado, dann kann da auch nicht in der Luft bleiben. Wichtig ist, dass ich jetzt den erstmal fernab vom Zug hier kriege, den Kampfstachel, und dann kann ich ihn immer noch pfeifen. So, jetzt habe ich einen aggressiven Skorpion hinten bei mir drauf. Jetzt muss ich den noch einen Quetz finden. Warte mal, was braucht ein Quetz eigentlich zum Zähmen? Da hab ich Fleisch. Einfach Fleisch, das ist gut. Ja, im besten Fall ist Warp Primate, ne? Ja, ich habe nur gekocht, das Alter, wird auch was ist denn hier los? Zwei Kanus, ein Skorpion? Boah, nee, eigentlich wollte ich hier gerade ein bisschen. Na, dann kommen drei Kanus. Veteranodon im Himmel, wo ist denn der jetzt? Ach, jetzt ist mein. Das ist der Skorpion erstmal. Bronco. Hier ist er gelandet. Bronto. Das wird reichen, aber ich glaube, ich fliege wieder Richtung nach Hause. Also ein bisschen so auf der Ebene und guck mich hier ein bisschen um. So, jetzt haben wir aber. Wollen wir mal sehen, was jetzt ist. Ach, warte, die Folge geht auch nur 13 Minuten. Schaffe ich das noch? Das schaffe ich wohl kaum noch, ein Quetz zu zähmen, wa? Nee, aber du kannst ja suchen. Ich probiere jetzt einfach mal, ob das funktioniert, aus der Luft den zu zähmen. Wie, hast du schon einen gefunden? Nein, ich mache es mit Petranodon. Achso. Ich will jetzt einmal probieren, ob das auch funktioniert mit dem Angreifen der Luft. Hätte ich gewusst, dass das mit den Dingern schon so schnell gegangen wäre, ne, da hätte ich dich... Der greift ja anscheinend liebend gern Petranodon an. Hä? Will der nicht? Das? Ah, ich habe übrigens gerade deine verkackte Höhle gefunden. Die so verbuggt ist. Mit der Kampfstachel scheint hier nicht ganz so willig zu sein, den anzugreifen. Aber jetzt ist er... Dennis? Mhm. Wo hast du deine Höhle gesehen? Also die Höhle, die keine war. Wieso, wie die keine war? Na, wo so viele Viecher in der Luft waren. Ach so. Zwischen Vulkaninsel und unserer Insel. Richtung, von uns aus, wenn von uns aus Richtung Eiskist. Gut. Also Leute, ihr seht ganz eindeutig, das ist weder eine Vulkaninsel noch eine Eisinsel. Ich würde daraus schließen, dass das, was wir gerade hier gesehen haben, die 20 Fledermäuse,
ein map-seitiger Bug ist, der sich gerne irgendwo mal aufbaut und keine festen Orte hat. Weil ich habe das gerade zwischen zwei normalen Inseln gefunden. Die hingen aber in der Luft, dann wollte ich gucken, welche Level die so sind und da waren sie weg. Und wo ist das Ding, was hierzu gehört? Das ist die Frage. Das scheint hier in den Berg reingebackt zu sein. Hä? Das war echt buggy ein bisschen hier mit dem Wolf und allem auf meinem Schiff. Ja, das liegt ja an dem, Schiff. Oder ist rückwärts der hier unten? Also irgendwo ist der hier unten drin. Ich weiß nur noch nicht wo. So, das ist mein VW Sprinter. Das brauchen wir nur noch, mein Säbeltyp. Und dann haben wir beide eingebaut. Säbeltyp? Ja, das ist mein Säbelzartiger. Achso. Da heißt so. Der heißt Säbeltyp? Ja. Wow. Ich nehme mal deinen Skorpion mit, ne? Was? Dein Level 11er. Achso, ja, warum nicht? Habe ich gerade mal so gefunden. Obwohl, warte mal, den kann ich ja aufsammeln. Was ich mich gerade frage, ist, wo ist mein Adler? Ich meine, ich habe hier gerade abgesetzt. Aber wo ist denn der hingegangen? Aber was ist mit meinem Bronto? Hat er noch genug Versorgung? Obwohl, der hat ja für alle Zeit ausgesorgt. Mit einem Schlag. Movement Speed Level. Der hat auch ein paar Narkotik. Na, was habe ich? Oh, cool. Nehmen wir mal mit dem Narkotik. Ich habe ein bisschen Ammo gekriegt, das ist ja nice. Und ich kann jetzt wirklich sagen, ich habe einen 3mm Kampfstachel. Na dann. Und das ist nicht gelogen. Das müssen wir im Battle mal bringen, weil Sadie kennt den Scherz. Ihr seid jetzt offiziell Insider, müsst ihr Bescheid. Ich weiß noch nicht, Leute, worüber ich jetzt Bescheid weiß, aber wir wissen Bescheid. Das ist immer gut. Oh, jetzt muss ich aber echt mal. Was ist denn das mit dem Boot hier? Das Boot echt mal irgendwie auf See bringen oder so. Oh, jetzt ach, wir sind schon zu Hause, gut. Wo ist denn jetzt mein Adler? Er ist nicht da, wo du glaubst. Wo du glaubst, dass er ist. Ups! Sehr gut. Nee, er ist nicht da, wo ich zu sein glaube. Er ist nicht da, wo du zu sein glaubst. Nee. Genau. Also heute hast du. Weil er nicht die. Er ist nämlich nicht bei mir. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Du hast gerade gesagt, er ist nicht da, wo du zu sein glaubst. Ja, das heißt, ich bin der Meinung, ich bin jetzt hier bei meinem Schiff. Ich denke mal, diese Meinung ist korrekt. Die Annahme ist korrekt, aber ich denke, dass er hier nicht ist. Aber wo ist er dann? Das werden wir nie erfahren. Meinst du, nach dem Battle geht es nicht weiter? Voll ist jetzt nämlich zu Ende. Jo. Naja. Meine, das war scheiße jetzt. Doch. Wenn du einen Adler jetzt sagst, aber gut, dann muss ich mir einen neuen holen. Kann man die Adler auch mit Bolas bestimmen, ne? Nö, bestimmt nicht. Aber dann trotzdem. Hast du ja bei dem anderen. Bye bye.